Herzlich willkommen zur Playa de Palma, kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Herzlich willkommen zu Playa de Palma, kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Montag, der 31. Juli 2023. Wir haben 12.05 Uhr am Mittag. Die Sonne scheint bei 35 Grad. Wollte ich gerade sagen, nein, falsch. 31 Grad. Die 5 hatte ich noch wegen 12.05 Uhr im Kopf. Also wir haben 31 Grad hier an der Playa de Palma. Ja, ein paar Wölken sind unterwegs, aber nichts mit Regen wahrscheinlich. Wir stehen jetzt gerade vor Megapark. Mischa von der Rampe ist gerade live. Da gehen wir gleich mal kurz rein. Und dann, ja, das war der Start in den Tag. Wir sehen uns später wieder unterwegs an der Playa de Palma und ich wünsche euch viel Spaß beim Video und schöne Grüße von der Playa. Oh,
gleich 10 vor 1 am Mittag. Das war der Auftritt von Bischof von der Rampe. Und damit auch immer hier alles schön ist, wird hier wieder fleißig gearbeitet, die Beete sauber gemacht. Für mich geht es erstmal nach Hause, Videos von gestern schneiden und bearbeiten und dann sehen wir uns wieder im Verlauf des Tages. 19:44 Uhr, ich bin wieder unterwegs, nachdem ich jetzt meine Videos zu Hause fertig gemacht habe und eine kleine Siesta gehalten habe. Der Auftritt von Mary von Freitag, der kommt jetzt. Ganz gehen. Das war der Auftritt von Mary am Freitag im Bierkönig. Ich sitze hier gerade noch in Arenal auf der Mauer. Da wollen wir gerade ein paar Zigaretten holen und gleich geht es Richtung Megapark zu Findel. Kann ich bis heute nicht. Habe jetzt zwei Lieder von ihm angehört. Bin mal gespannt, wie es ankommt im Megapark gleich. Und dann würde ich sagen, rauche es noch in Ruhe und trinke meine Cola und dann geht es in den Megapark zu Findel. Ach so, und gestern war ja auch wieder Gottesdienst, den ich gefilmt habe. Eigentlich wollte ich euch ein bisschen mehr davon präsentieren, aber bei dieser Vorstellung, Darbietung, was sie da aufgeführt hatten am Strand, war Musik und die Musik muss ich halt zum größten Teil wieder rausschneiden wegen Urheberrecht. Also kam da leider nicht viel gestern im Video rein. So. Brauche ich auch nicht mehr hingehen, ne? Weil wenn da die Musik läuft, dann macht keinen Sinn. Ich meine, das ist halt schon so eine richtige Aufführung, Darbietung, ne? Und die dann so abgehakt reinstellen, dann macht einfach überhaupt keinen Spaß. Das ist ja schon bei Auftritten von Künstlern hier im Megapark Bierkönig ziemlich blöd, aber das ist noch blöder. Gut, genug mit Blödsinn, ich gehe jetzt gleich los Richtung Megapark, ja, bis später. Und bevor es dann gleich in den Megapark geht, noch ein bisschen Aussicht genießen hier. So, jetzt muss ich niesen, vielleicht kann ich es unterdrücken. Gesundheit, Dankeschön. So, also ich bin jetzt vor dem Megapark, noch ungefähr 30 Minuten bis zum Auftritt. Das hier ist Findel. Ja, schauen wir gleich mal, was der kann. Und ich glaube, hier kommt er gerade. Die Leute rasten richtig aus. Ich schätze, das ist der. So sieht es hier gerade aus vor dem Megapark. Ja, natürlich. Wenn du das nicht kannst.
Scheiß aufgeben oder jemand anders losgehen. Nein, nein! Ja, also bekannt zu sein scheint er ja. Der hat auch auf YouTube über 1 Million Abonnenten, über knapp 400.000 Follower bei Instagram. Also, ja. Ich schätze mal, die Jugend kennt ihn. Ich bin ein bisschen zu alt dafür, schätze ich. Ja. Echt halt.
Mittlerweile haben wir 21.54 Uhr, das war Findel im Megapark. Gehört da nicht hin. Also gegen Ende haben sie noch ausgebuht. Also am Anfang war die Stimmung noch in Ordnung, aber gegen Ende kamen doch schon deutliche laute Buhrufe und Pfiffe. Also das eine oder andere Lied, was er hat, also hat glaube ich 3 Lieder performt, plus 2 nochmal. Nochmal neu gesungen, war in Ordnung, kann man sich anhören, aber meint es nicht und fürs Ballermann-Publikum ist es auch nicht. Ich glaube, das war auch der letzte Auftritt hier. Scheint nicht angenommen worden zu sein. Gibt ja auch andere hier, wie Young Yuri, Octavian, die sie halt hier ausprobieren, die in den Charts oben sind, die TikToker sind, YouTuber sind, was auch immer. Ja. Und für alle, die nicht wissen, wo das Latino ist, ich habe nämlich eben schon wieder jemanden gesehen, der meine YouTube-Videos guckt, aber nicht weiß, wo Latino ist, da nehmen wir euch jetzt mal mit hin, oder nehme ich euch jetzt mal mit hin. Hier vorne, da vorne ist der Megapark, ich schmeiß mal ganz kurz aus und dann laufen wir mal Richtung Latino, damit ihr auch den Weg kennt. So, gleiches Bild wie eben, wir drehen uns einmal und dann laufen wir mal hier ein bisschen lang und dann zeige ich euch mal, wo das Latino ist, für alle, die nicht wissen, wo man da hinrennen muss. Es gibt doch Leute, die kennen die Bierstraße nicht. Warum auch immer. Es gibt Leute, die kennen scheinbar nur den Megapark und den Bierkönig. Mahlzeit. Servus. Ja, also manche kennen scheinbar nur den Bierkönig und den Megapark und sonst nichts. Deswegen muss man hier auch scheinbar die Leute aufklären, dass es auch noch andere Sachen gibt. Vorne ist ein Notarzteinsatz oder zumindest ein Krankenwagen. Wollen wir jetzt nicht unbedingt gucken, was da passiert ist. Ne? Wir sind ja keine Gaffer, das können andere machen. Gaffen ist eh so eine Schandtat, vor allem wenn sie da die Rettungsleute blockieren. Muss nicht sein. Gehen wir einfach mal dezent vorbei. Also das ist ja der Anfang der Schinkenstraße. Hier müsst ihr dann rein oder ja, zumindest einen Weg Richtung Latino. Ja, sieht man jetzt nicht viel, okay, das ist Polizei. Fällt mir aber mal nicht hin. Ja, den Weg werden hier wahrscheinlich schon einige kennen Richtung Bierkönig. Ja, man merkt, wir haben Ferien. Für Montagabend ist hier auf der Straße noch einiges am Betrieb. Das sah schon anders aus wie die letzten Wochen. So, hier ist jetzt richtig die Schinkenstraße. Da vorne ist der Bierkönig, hier ist Bamboleo und wir gehen einfach mal links.
Ja, und auch für den 20.30 Uhr Slot im Megapark war doch relativ wenig los. War jetzt nicht voll, war bis hinten waren zwar Leute, aber der Megapark war schon deutlich voller um die Uhrzeit. Ja, schon mal gespannt, wie sie weitermachen die nächsten Wochen und Tage und Wochen mit diesen Leuten, die hier vielleicht nur einmal auftreten, in der Hoffnung, dazu ziehen. Ist ja auch mit den Holländern im Moment so. Also immer um 16, 17 Uhr ist ja ein holländischer Artist-Act da. Entweder ein Rapper oder mal ein DJ. Ist ja generell eine schwere Zeit gerade. Ich war auch gestern Abend noch im Bierkönig um 1 Uhr bei... wir waren auch genau die Geräte. Da war im neuen Bereich nicht wirklich voll, der alte Bereich war nicht wirklich voll. Ja, aber mit den Schulferien. Anderes Publikum da. Und man muss echt sagen, also die Leute sitzen abends wieder viel mehr auf der Mauer an der Promenade und es ist doch sehr, sehr, naja, schon asozial. Also ich war gestern Abend ein kleines bisschen geschockt, was sich da für Leute getummelt haben. Das war nicht schön. Ja, nicht mal weit, dann sind wir am Latino, ungefähr 100 Meter. Schon wieder hier, wurde niederländisch gesprochen. Also sehr, sehr viele aus der Niederlande hier. So, wie ihr hier vorne sehen könnt, Latino Party Cocktailbar. Zum Ende der Saison wird es Kleiner König heißen. Also schon mal dran gewöhnen, Latino wird irgendwann Kleiner König sein. Aber ihr könnt natürlich auch noch in andere Lokalitäten gehen, ne? Dann nehmen sie das aber hallo, das hat aber heute, so wie es aussieht, ja, hat zu, okay. Dann weiter vorne ist Bierstraße mit Deutsches Eck, Ed Dömsche, Las Palmeras. Um 23 Uhr immer Sierra Madre in der Bierstraße mit Wunderkerzen. Und wir gehen jetzt rein in die Latino Cocktailbar. Da wird schon getanzt und gewunken und gesungen. Ja, gehen wir mal Dominik besuchen. So, mittlerweile haben wir 23.18 Uhr. Der Tag ist natürlich noch nicht zu Ende, aber für mich ist er zu Ende. Ich bin auf dem Weg zu meiner Freundin und dann will ich noch ein bisschen eine Runde chillen. Und morgen früh um 12 Uhr sollte der Bierkapitän im Megapark sein, den will ich mitbekommen. Deswegen ein bisschen früher schlafen gehen, früher aufstehen und dann geht es morgen früh in den Megapark. Freibier 11 Uhr, mal sehen, aber 12 Uhr Bierkapitän will ich mitbekommen. Da war ich jetzt schon länger nicht mehr. Der Mond scheint, der ist so gut wie voll, glaube ich. Viel sieht man ja nicht von der Playa, weil es ist dunkel am Meer, beziehungsweise es ist dunkel. Ja, ich laber immer einen Blödsinn. Gut, also da hinten sieht man Palma. Kleiner Überblick nochmal hier. Oh, mittlerweile steht die Luft aber wieder, kaum Wind. Ist fies. Ja. Eine kleine schwitzige Angelegenheit um die Uhrzeit.
Aber trotzdem sind die Temperaturen tagsüber jetzt nicht mehr ganz so heiß. Auch die nächsten Tage soll es nicht heiß werden. Es soll sogar ein bisschen runtergehen, eventuell ein kleines bisschen regnen. Lassen wir uns mal überraschen, was die nächsten Tage bringt. Und vor allem, was der Megapark für Künstler auffährt. Wie gesagt, Findel war gewöhnungsbedürftig, sag ich mal so. Er mag seine Fans haben, aber scheinbar nicht am Ballermann. Und damit würde ich sagen, war es das für heute. Playa de Palma kompakt, Tag und Nacht am Ballermann ist vorbei. Bis morgen in alter Frische. Tschüss. Das war Playa de Palma kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mich noch nicht abonniert habt, dann hinterlasst ja gerne ein kostenloses Abo, schreibt einen Kommentar, hinterlasst einen Daumen und folgt mir auch gerne bei Instagram und bei TikTok unter dem Namen Playaholica. Buenos, adios und tschüss. Ab sofort könnt ihr auch Mitglied werden auf meinem YouTube-Kanal Playaholica. Und zwar gibt es da Zusatzinhalte wie zum Beispiel aus dem Bierkönig, aus dem Megapark, Auftritte von den Künstlern. Alles ungeschnitten, alles uncut. Für den Rest bleibt natürlich alles kostenlos, wie gehabt. Und wer Spaß daran hat, guckt gerne mal rein, schnuppert mal rein. Kündigen könnt ihr ja immer noch, aber so kann ich euch zumindest Sachen anbieten, die ungeschnitten sind. Und ich wünsche euch mit den Zusatzinhalten viel Spaß dabei.